Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Sendereihe Römische Notizen. In dieser Sendereihe wollen wir einen Streifzug durch den Vatikan, durch allerlei päpstliches unternehmen. Dabei werden wir auf manch Kurioses stoßen, das dennoch bedeutsam ist. Und auf diesem Streifzug begleitet mich der Vatikanexperte und Historiker Ulrich Nersinger. Herr Nersinger, herzlich willkommen. Hallo, Herr Rauhut. Unsere Serie Römische Notizen wird ja auf allerlei verschiedene Aspekte des Vatikanstaats, des Papsttums eingehen, die vielleicht der breiten Öffentlichkeit nicht direkt einleuchten, aber dennoch bedeutsam sind. Warum sprechen wir denn von kuriosen Dingen? Ja, weil manche Sachen, auf die wir stoßen werden, über die wir reden werden, sind doch so etwas Kurioses, haben so etwas Besonderes, etwas Sonderbares an sich und geben dann aber doch mehr von sich, als wir vielleicht im ersten Augenblick glauben. Kurios, auch im Italienischen, da schwingt ja etwas ganz Bestimmtes mit. Ja, ich habe mal im Internet geschaut, in einem großen Lexikon, Internetlexikon, das von vielen genutzt wird, wie dieses Lexikon dann also kurios definiert. Und es hat einen sehr, sehr schönen Spruch gebracht. Es hat gesagt, Kurioses amüsiert, es weckt Neugier und befriedigt sie. Und Neugier ist so das Schlüsselwort. Denn im Italienischen heißt Curioso nicht kurios, sondern neugierig. Und etwas, was etwas Besonderes ist, etwas Sonderbares ist, was so aus dem Rahmen fällt, weckt natürlich immer Neugier. Und kann aber dann auch eine Hilfe sein, wenn man sieht, was es eigentlich bedeutet oder was dahinter steckt, kann eine sehr große Hilfe sein, um größere Sachen, um größere Komplexe zu verstehen. Auch im Glauben. Also ich denke, es kann im Glauben, also in der Vermittlung des Glaubens, auch ein sehr sinnvolles Instrument sein. Wir werden ja in dieser Reihe ganz verschiedene Aspekte anschneiden und vertiefen. Aber können Sie vielleicht drei Beispiele nennen von diesen Dingen, die doch einerseits kurios sind und andererseits doch auch irgendwie Glauben vermitteln? Ja, wenn wir zum Beispiel auf Kleidung eingehen, Kleidung, die der Papst trägt, Kleidung, die die Kardinäle tragen oder auch bestimmte Riten, bestimmte Zeremonien im Vatikan, die also uns zunächst also doch etwas sonderbar erscheinen, die wir nicht so ganz einfach verstehen können, über die wir vielleicht auch manchmal schmunzeln. Und das sind so Sachen, die uns dann eben Hilfestellungen auch für den Glauben sein kann. Man glaubt das im ersten Augenblick gar nicht, dass das einen großen Nutzen bringt und dass man vor allen Dingen, man kann Sachen dann transportieren zu jemandem, der sonst für solche bestimmte Bereiche im Glauben oder was nicht empfänglich ist. Das, was jedem Vatikanbesucher, jedem Rombesucher, der auf seinem Programm eine Audienz im Vatikan hat, natürlich auffällt, ist diese weltberühmte Gestalt in Weiß, der Papst. Aber warum trägt der Papst überhaupt Weiß? Ja, das ist eine gute Frage, denn eine ganz klare Antwort gibt es eigentlich nicht. Wir haben verschiedene Erklärmöglichkeiten. Und ich denke, am besten ist, man fügt die dann irgendwann am Schluss zusammen und dann hat man doch ein gewisses Bild davon. Die eigentliche Farbe des Papstes ist rot, ist der Purpur, den er vom römischen Kaiser übernommen hat. Aber heute erscheint uns der Papst und auch in früheren Zeiten mehr als eine weiße Gestalt. Und diese weiße Gestalt, also dieses weiße Gewand, das er trägt, hat eben, wie schon angedeutet, verschiedene Erklärmöglichkeiten. Eine ist natürlich, dass man sagt, das geht vielleicht auf altrömische Gewänder zurück, auf die Albe zurück, die ja jeder Geistliche auch in der Liturgie trägt. Das könnte dann auch in den Alltag übergewechselt sein. Dann ist natürlich auch ein besonderes Faktum ist die Farbe, eben das Weiß. Warum gerade Weiß, nicht nur der Schnitt oder die Art und Weise, wie es getragen wird, sondern die Farbe Weiß. Und auch da gibt es eben verschiedene Erklärungen, eben dass es von der Albe kommt, die immer weiß war und auch noch heute immer weiß ist. Dann gibt es Erklärungen, dass zum Beispiel die Päpste aus verschiedenen Orden kamen oder aus verschiedenen Traditionen kamen und dann ihr Ordensgewand mit hineingenommen haben in den päpstlichen Hof. So gibt es zum Beispiel Päpste, die regulierte Chorherren waren.
Und eine große Zeit lang war der Lateran, also die eigentliche Bischofskirche des Papstes, war reguliert. Also die Domherren, die dort waren, lebten nach einer Ordensregel. Und diese Ordensregel schrieb ihnen auch ein weißes Gewand vor. Und wir haben halt Päpste, die aus einem Chorherrnorden kamen. Und man sagt dann, sie haben dann diese Farbe ihres Gewandes mit in das Papsttum hineingenommen. Eine andere Erklärung ist zum Beispiel im 16. Jahrhundert Pius V., der aus dem Dominikanerorden kam. Und die Dominikaner tragen auch ein weißes Gewand. Und man sagt, das könnte auch eine Möglichkeit sein, warum die Päpste weiß tragen und auch in früheren Zeiten getragen haben. Die rote Farbe, die die Päpste eigentlich als ihre Farbe haben, leuchtet die in bestimmten Gewändern heute noch auf? Ich denke beispielsweise, der Papst trägt ja auch dieses Pallium. Und als Papst Benedikt amtierender Papst gewesen ist, hatte er ein Pallium mit roten Kreuzen. Ist das so ein Hinweis auf dieses päpstliche Rot? Ja, das könnte man denken, aber da wäre ich sehr vorsichtig. Rot verbindet man eigentlich mit anderen Gewändern des Papstes. Es ist der Mantum, der Mantel, der große der Umhang, der also aus dem kaiserlichen Gebrauch kam, den der Papst übernommen hat vom kaiserlichen Hof. Das Mantum war ein sehr wichtiges Zeichen, fast noch wichtiger als das Pallium. Also es gibt zum Beispiel im Mittelalter, da gab es Streitigkeiten oft, also um wer ist der wahre Papst und wer ist also ein Gegenpapst oder wer ist nicht so recht gewählt worden. Und da stellte sich immer die Frage, hast du denn überhaupt das Mantum, hast du den roten Mantel? Also der Besitz des roten Mantels zeigte die Papstwürde an. Und wir finden ja diesen Papstmantel, wenn wir uns erinnern, Johannes Paul II. Trug noch so einen Umhang, wenn er sich nach außerhalb des Vatikans bewegte, also draußen war. Oder wir haben ja auch lange Zeit, das war auch üblich bis Benedikt, die Mozzetta, also das Schultermäntelchen, das in der Regel rot war. Außer in der Osteroktav, da war es weiß, aber sonst war es rot. Aber diese roten Farben sind eigentlich beim Papst mehr oder weniger jetzt aus Gebrauch gekommen, sind nicht mehr so vorhanden. Bei den Schuhen werden wir sie dann noch manchmal ansehen, aber nicht beim jetzigen Heiligen Vater. Weißes Soutan, gibt es da auch Variationen oder ist das sozusagen ein Einheitsmodell? Nein, da gibt es also sehr viele Variationen und wir haben sogar Variationen, die uns überraschen. Also zum Beispiel die Päpste mussten ja reiten und vor allen Dingen, wenn man sich Bilder anschaut aus dem 19. Jahrhundert, sehen wir Päpste in Gewändern. Also jeder Designer wäre überrascht, die zu sehen, weil der Papst trug so etwas, was wir hier in Deutschland auch als Soutanelle kennen. Also eine Soutane, die nur bis zu den Knien ging und darunter eine Hose. Und wir sehen dieses Reitgewand des Papstes, sehen wir also mit fast einer Art Gehrock war die Soutane und mit einer weißen Hose. Also diese Variationen gab es. Und dann die Soutane, wie wir sie heute kennen, ist eigentlich eine relativ späte Erscheinung. Wir sprechen immer mal, wenn wir von Kardinälen oder auch von Bischöfen, von der pianischen Kleidung, Abito Piano. Das zeigt, dieses Gewand ist erst in den 1850er Jahren geregelt worden. Bis dahin hatten wir bei den Gewändern eine relativ große Freiheit, auch im Schnitt, auch in der Länge. Auch dann in der Farbe. Es gab also nicht nur ein Weiß, sondern das ging mit einem strahlend weißen Farbe bis hin zu also einer Cremefarbe. Hat der Papst denn einen eigenen Schneider oder wer darf dieses Privileg genießen, dem Papst Kleider zu schneidern? Ja, das ist eine sehr, auch eine kuriose Geschichte. Das war eigentlich keine große Frage. So, wir haben in Rom eine Firma, das ist jetzt keine Schleichwerbung, die kann man nennen, weil sie wirklich also päpstlicher Hoflieferant auch war. Das war die Firma Gamarelli. Und wer heute noch was auf sich hält, lässt bei Gamarelli schneidern. Die Familie Gamarelli war so ab dem Ende des 18. Jahrhunderts in Rom und hat dann begonnen, also auch für die Päpste zu schneidern. Und ist dann mit der Zeit mehr oder weniger der Hofschneider geworden. So
Man kann es so ungefähr festmachen im Pontifikat Pius des IX., Leo der 13. Und mit jedem 13. haben wir auch diese besondere Form, dass zum Beispiel die Firma Gamarelli vor der Papstwahl so drei Garnituren dem Vatikan zur Verfügung stellte. Eine für kleinen, eine mittlere und eine große. Und also diese Firma war also praktisch, die Päpste trugen das. Mhm. Trugen alle Gewänder von Gamarelli. Eine Ausnahme haben wir, Pius XII., der hatte einen eigenen Hausschneider, schon als Kardinal gehabt, aber sonst waren immer Gamarelli. Und dann kommt bei unter dem Pontifikat von Benedikt dem 16., der hatte auch früher einen anderen Schneider, und im Borgo, also im Viertel rund um den Vatikan. Und dann hat man natürlich nach der Wahl des Papstes hat man auch die Schneider interviewt, also auch diesen Schneider im Borgo, und hat gesagt, ja, der Papst ist immer als Kardinal noch zu mir gekommen, der war mit den Sultanen von Gamarelli nicht zufrieden, das war schlampige Arbeit. Ne? Und dann entstand natürlich der sogenannte Sultanenkrieg, vor allen Dingen in der Yellow Press, also in die ganzen Frauenzeitschriften in Deutschland haben darüber berichtet, aber auch die großen Boulevardblätter. Und da sieht man wieder mal, wie so eine kleine Sache, so eine kuriose Sache, dann auf einmal Interesse auch für die Kleidung des Papstes weckte. Also man kann schon sagen, dass die so Modebefindlichkeiten oder der Geschmack, den Päpste signalisieren, durchaus auch außerhalb der kirchlichen Welt Beachtung findet. Nun, es gibt ja heute nicht mehr so etwas wie den päpstlichen Hofschneider oder den päpstlichen Hoflieferanten. Ist denn Gamarelli jemand, der da ein Alleinstellungsmerkmal besitzt, mit dem er auch werben kann? Oder ist doch diese Schneidekunst, die mit dem Vatikan verbunden ist, auch auf andere Schneider verteilt? Die ist auf andere verteilt. Da haben wir ein großes Spektrum, auch ein preislich unterschiedliches Spektrum. Also da haben wir nicht mehr jetzt, dass man sagt, man geht nur dahin oder dahin. Trotzdem erinnern wir uns ja auch, dass in der Presse irgendwann mal dieser Ruf aufgekommen ist, der Papst trägt Prada. Wie ist es denn zu diesem doch Gerücht, das dann doch um die ganze Welt gewandert ist, gekommen? Ja, das hängt eigentlich mit einer ganz einfachen Sache zusammen. Das ging mehr auf die Schuhe des Heiligen Vaters hin. Ein Schuhdesigner aus dem Norden Italiens, der hat einmal gesagt, er habe gesehen, wie sich Johannes Paul II. Abmühte beim Gehen. Und dann hat er ihm also ein eigenes Schuhpaar gemacht, also das auch so ein bisschen sich an den Beschwerlichkeiten des Heiligen Vaters annäherte. Und er hat das in sehr knalligen Farben, also in einem knalligen Rot gemacht, sodass es also auch sehr prachtvoll und auch sehr teuer aussah. Und dann kamen natürlich auch immer die ersten Gerüchte auf, aber das blieb noch so. Und aber Johannes Paul II. Hat auch andere Schuhe getragen, also auch normale Schuhe. Und Benedikt hat dann also mehr oder weniger konsequent diese roten, etwas sehr knalligen Farben getragen. Und dann kam natürlich immer mehr die Frage auf, trägt der Papst auch Prada, weil das also auch sehr teuer aussah. Und das ist aber nicht der Fall. Also diese rote Farbe war auch nicht, die Päpste haben auch nicht immer einheitlich rot getragen bei den Schuhen. Es gibt auch weiße, gab es ja bis kurz nach dem Konzil noch die sogenannten Pontifikalschuhe, die in den liturgischen Farben getragen wurden. Die Schuhe rühren natürlich auch so ein bisschen aus der Antike her. Also die Senatoren, die Konsuln trugen es in der republikanischen Zeit. Dann der Kaiser hatte sich rote Schuhe für sich reserviert. Und dann ging das Rot der kaiserlichen Schuhe auf das Rot der päpstlichen Schuhe ein. Aber dann gab es über Jahrhunderte, haben die Päpste dann also auch durchaus Ausnahmen gemacht und mehr oder weniger normale Schuhe getragen. Das ist aber heute natürlich durch die Medien, sind uns jetzt die roten Schuhe wieder ein Begriff geworden, die aber eben auch dem Heiligen Vater zum Beispiel nichts gekostet haben. Das waren Geschenke. Er hat selber gesagt, der Schuss hat gesagt, ja, ich habe das im Heiligen Stuhl immer umsonst geliefert. Das ist also kein Problem für mich gewesen. Und von daher ist das auch kein Luxusartikel in dem Sinne gewesen. Man hat dann unter Papst Franziskus gesagt, ja, Papst Franziskus ist ganz anders. Er trägt einfache Schuhe, trägt diese rote nicht.
Natürlich sind rote Schuhe waren, sind nicht gerade die Vorliebe, die ein Papst Franziskus hat. Mhm. Aber der jetzige Heilige Vater trägt eben die manchmal etwas klobiger aussehenden Schuhe, weil er sie braucht. Er braucht orthopädische Schuhe. Er kann ohne sie nicht so einfach gehen. Wir sehen ja auch, dass er sich manchmal beim Gehen sehr schwer tut. Also das hat im Grunde das Ganze jetzt nichts mit Luxus zu tun, sondern das sind dann auch ganz einfache Gründe, warum der eine das und der andere das trägt. Aber es ist interessant, es weckt natürlich dann auch wieder das Interesse an antiken Sachen. Warum kommen diese Sachen, woher kommen sie her? Sie kommen aus der Antike, es gibt so einen Faden, der sich von der Antike bis in die Neuzeit zieht. Und das macht die Sache interessant und man kann eben da auch wiederum einiges vermitteln. Sie sprechen von einer historischen Kontinuität, für die man im Vatikan immer eine große Beachtung, Wertschätzung empfunden hat. Aber hat es auch einen theologischen Grund, dass man rote Schuhe trägt? Oder ist das dann eine Übersteigerung, die man Dingen dann so zuschreibt, die sie nie in der Geschichte besessen haben? Also das ist mehr als nur eine Übersteigerung. Ich halte das auch für teilweise dumme Interpretationen. Ich las einmal, sagte jemand mal sogar in einer offiziellen Zeitung, das Vatikan sagte, ja, die Schuhe bedeuten das Martyrium. Also sowas halte ich für Unfug. Also das ist so eine Unsitte, die in der Barockzeit aufkam, dass man alles mit Allegorien erklären wollte. Und da kann man also sehr, sehr daneben greifen. Also das hat damit absolut nichts zu tun. Also es hat nichts mit dem Martyrium zu tun. Später bei den Kardinälen, das rote Kardinäl ist etwas anderes, aber es ist auch eine Umdeutung. Aber jetzt die Schuhe auf das Martyrium zu beziehen oder auf das ist, das halte ich für völlig verfehlt und halte ich, man sollte sich auch vor solchen Interpretationen dann oder solchen barocken Interpretationen hüten. Ein anderes bekanntes, berühmtes Tauschobjekt, das man beobachten kann, wenn man mal Gast einer Audienz ist, ist, dass manche manchmal ein weißes Scheitelkäppi dabei haben, also ein Pileolus. Was hat es damit eigentlich genau auf sich? Ja, der Pileolus, da ist auch die Herkunft nicht ganz geklärt. Einige sagen, es war eine Kopfbedeckung, eine Art Mütze, die sich dann immer mehr verkleinert hat. Andere sagen, es war ein Teil der Mozzetta, die Kapuze, die früher an der Mozzetta war. Also genau weiß man es nicht, wie es sich entwickelt hat. Wir haben auch verschiedene Namen dafür. Zum Beispiel, wir haben, die auch wieder uns helfen, gewisse theologische Sachen zu erklären. Es gibt einen Namen, den dieses Pileolus trägt, das ist Soli Deo. Allein Gott. Ne? Also die Päpste nahmen ihren weißen Pileolus nur vor dem Allerheiligsten, also nur oder bei der Wandlung ab. Mhm. Also auch eine schöne, sehr schöne Interpretation, die den Namen dann auch erklärt. Dann gibt es andere Bezeichnungen, Kalotte, es gibt Submitrale. Also es wurde früher und auch heute teilweise noch unter der Mitra getragen. Also es gibt eine Reihe von Interpretationen da. Und es ist halt heute ein typisches Kleidungsstück des Papstes. Und wir haben dann irgendwann, das ist gar nicht so lange her, also es soll begonnen haben unter Pius IX, dann ist es wieder abgeflacht. Und dann kam es sehr stark unter Pius XII. Auf, weil da die großen Audienzen waren, dass Leute ein Pileolus mitbrachten, der Heilige Vater dann den Namen kurz aufsetzte oder sogar den Pileolus tauschte dann mit dem Betreffenden. Und das hatte eben seinen Ursprung so im Pontifikat Pius IX. Und einer der großen protestantischen Geschichtsschreiber, der in Rom lebte, ein Deutscher, Ferdinand Gregorovius, hat gesagt, und so nahmen sich die Leute ein Stück Papst mit nach Hause. Das ist eine sehr schöne Erklärung. Also es war so ein bisschen eine Art Reliquie. Berührungsreliquie. Ja, eine Berührungsreliquie. Und das ging dann bei Pius XII. War das sehr extrem, sodass es also auch dem päpstlichen Hof schon sehr lästig wurde. Dann flachte das ab unter Johannes dem 23. und Paul dem 6. und auch unter Johannes Paul dem 2. Da gab es das vereinzelt und dann bei Benedikt stieg das wieder in die Höhe. Und heute erleben wir, dass Franziskus diesen Brauch gerne macht.
Mhm. Ich habe noch bei der letzten Generalaudienz habe ich gesehen, wie er dann wieder ein Pelleolus mit jemandem tauschte. Also das ist auch eine schöne Geste. Also ich finde, da hat also Gregorovius recht gehabt. Man nimmt ein Stück Papst mit nach Hause. Stichwort Kopfbedeckung und Päpste. Bleiben wir noch einen Moment dabei. Der Camauro, was hat es damit auf sich gehabt? Ja, der Camauro ist ein Kleidungsstück, das lange Zeit außer Gebrauch gekommen ist. Der Camauro ist auch so eine Art Pelleolus, aber ein größerer Pelleolus, also eine wirkliche Pelzmütze. Auch da ist die Erklärung wahrscheinlich, dass sie entweder aus einer reinen, einfachen Mütze entstanden ist, die Päpste auch in kalten Tagen trugen, oder aus der Kapuze wiederum der Mozzetta entstanden ist. Der Camauro hat so eine Wechselwirkung, also Wechselzeit gehabt. Also mal war er in Gebrauch, mal nicht. Und dann ist er so in den letzten Jahrhunderten war er eigentlich mehr oder weniger aus Gebrauch gekommen. Also zum Beispiel die Päpste Pius XI. Und Pius XII. Trugen ihn nur auf dem Totenbett. Und dann hat Johannes XXIII. Angefangen, ihn öfter zu tragen. Die Gründe wissen wir nicht genau, aber es gibt eine ganze Reihe von Büsten von ihm, die berühmte von Mansur zum Beispiel, da trägt er den Camauro. Und Paul VI. Hat ihn dann wieder nicht getragen, Johannes Paul I. und Johannes Paul II. Auch nicht. Und dann erlebten wir einmal ganz plötzlich so kurz, ich glaube, das war so kurz vor Weihnachten, von der Adventszeit, erlebten wir eine Audienz, die noch draußen auf dem Petersplatz gehalten wurde, wo dann auf einmal der Papst, also Benedikt XVI., mit dem Camauro auftauchte. Und da hat man natürlich den Fehler gemacht. Man hat ihm den Camauro aufgesetzt, als er den normalen weißen Mantel trug. Beim roten Mantel war sogar noch drunter, und das passte nicht ganz. Also da ist die Umgebung des Papstes sehr schlecht beraten gewesen, ihm den Camauro da aufzusetzen. Der Papst selber hat gesagt, er hat ihn nur getragen, weil man sagt, es sei kalt draußen und er brauchte einen Schutz. Und er hat auch nicht geahnt, dass dann doch das Tragen dieser Mütze doch sehr viele Wellen schlug, dass die Presse sich darauf stürzte. Ne? Und natürlich auch mit manchmal sehr, sehr ironischen und sehr spitzen Bemerkungen. Nahm dann so einen Spruch eines deutschen Fußballers auf, und dann titelte eine große deutsche Zeitung, ja, ist denn schon Weihnachten? Also so in Richtung Nikolaus oder Weihnachtsmann. Also das zeigt, man muss auch vorsichtig sein, welche Gewänder man noch nimmt und zu welchen Gelegenheiten und ob man sie dann richtig auch einsetzt. Wenn man nämlich sozusagen Gewänder einführt, auch in den kirchenliturgischen Gebrauch, die lange außer Gebrauch gewesen sind, dann kann das auch in ein skurriles abdriften. Ja. Vor allen Dingen, wenn es nicht erläutert und erklärt wird, wenn es nicht eingeführt wird, dann ist sozusagen eine Skurrilität da. Die taucht dann auf, sie bleibt dann aber auch im Skurrilen gefangen. Ja. Anderes Thema. Parfüm und christlicher Glauben. Gibt es überhaupt einen Bezug, einen Zusammenhang? Oh ja, und zwar einen sehr bedeutsamen, einen sehr großen. Also da können wir sogar zurückgehen ins Alte Testament. Da würden wir auch sagen, ja, Parfüm und Altes Testament. Verwenden wir vielleicht eher den Begriff Wohlgerüche oder Wohlgeruch. Und dann erleben wir schon sehr stark bei der Lektüre des Alten Testamentes, schon in den ersten Büchern, in Büchern Mose schon, dass da der Wohlgeruch Parfüm auftaucht. Also es wird vorgeschrieben für den Gebrauch zum Beispiel im Allerheiligsten. Dann erleben wir eine Fülle von Vorschlägen, wie sich zum Beispiel die Bräute schmücken sollen, wie lange die Bräute Parfüm oder Wohlgerüche für ihren Bräutigam tragen sollen. Also das ist eine unglaubliche Vielzahl. Oder vor allen Dingen das Hohelied. Wenn wir aus dem Hohen Lied den Begriff Wohlgeruch, Parfüm streichen, dann haben wir ein sehr kurzes Gedicht. Also das ist ein Lied, eine Schöpfung, die sehr stark mit Gerüchen arbeitet und die auch zeigt, dass diese Wohlgerüche auch einen liturgischen, einen theologischen Sinn haben. Man nimmt mit diesen Gerüchen, ehrt man Gott, ehrt man den Schöpfer, aber man nimmt dann auch den Menschen in diese Verehrung mit hinein. Das ist ja das, was wir später auch in der katholischen Kirche, in der anglikanischen Kirche, auch mit dem Weihrauch erleben. Der Weihrauch ehrt Gott,
aber er nimmt auch die Menschen mit hinein in diese Ehre, in diese Verehrung. Denn wenn der Altar inzensiert wird mit Weihrauch, danach werden auch die Leute, das Volk wird inzensiert. Also das ist ein sehr schönes, verbindendes Zeichen. Dann auch natürlich mit einer durchaus praktischen Nuance, dass man natürlich Weihrauch auch immer genommen hat, um vor allen Dingen auch in Zeiten, wo man also in Epidemien zum Beispiel war, hat man also sehr viel Weihrauch genommen, weil man wusste, Weihrauch reinigt, Weihrauch desinfiziert. Und wenn man dann nochmal einen Blick wirft auf das Neue Testament, auch im Neuen Testament kommen wir eigentlich ohne Wohlgerüche nicht aus. Also ich denke zum Beispiel an die Szene, wo die Sünderin Jesus die Füße mit Salböl behandelt, ihre Ehrerbietung zeigt und wo der Herr ausdrücklich sagt, lasst sie das tun. Ne? Also wir haben also auch da haben wir die drei Magier, die also auch nicht nur Gold bringen, sondern auch Myrrhe und Weihrauch. Wir haben gibt's denn, wenn wir auf die Geschichte gucken, heute ein päpstliches Parfüm? Ja, es gibt also ein amerikanischer Laie hat ein Parfüm entwickelt, das vermutlich aus der Zeit Pius des IX. Kommt. Und es wäre jetzt eine viel zu lange Geschichte, um das zu erläutern, wie er dazugekommen ist. Aber wir wissen mit ziemlicher Sicherheit, dass es also Pius IX. In Gebrauch hatte. Und er hat dann ein neues Parfüm entwickelt und hat es dann unter Benedikt XVI. Hat dann Popes Cologne genannt. Also das Königwasser des Papstes. Und er hat dann also ist dann auch clever gewesen. Er hat dann später dieses Parfüm also jeweils dem jeweiligen Papst gewidmet. Das gibt also ein Parfüm, das Benediktus heißt. Und jetzt gibt es ein Parfüm, das heißt Francis. Lieber Herr Nersinger, herzlichen Dank für diese ersten Einblicke in diese etwas kuriose oder für uns manchmal kurios anmutende Welt, die aber bedeutsam ist, auch für den Glauben. Liebe Zuschauer, das war die erste Folge unserer Sendereihe Römische Notizen. Wir haben diesmal einen Blick auf den Papst als Modeikone geworfen. Das, was er trägt, das, wie er auch Kleide und Mode bestimmt. Und wir haben natürlich auch etwas über das päpstliche Parfüm erfahren. Ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten, um eine weitere Folge Römischen Notizen zur Kenntnis zu nehmen. Auf Wiedersehen.